Wir haben heute mit dem Mann des Spiels gesprochen, nach dem Spiel natürlich, und verraten ganz, ganz am Ende, wo und wann das Achtelfinale gespielt wird. André Müller ist bei mir und zwar heute glücklich Spielertrainer. Ja, du bist nicht nur klasse auf dem Feld, du machst ja auch die Spieler besser. Und heute schwere Aufgabe gegen Elsdorf und das hat geklappt. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben super Spiel gemacht, wir sind gut reingekommen, haben Elsdorf wenig zugelassen, standen sehr gut, schnell umgeschaltet. Ich glaube, wenn wir noch mal ein bisschen konsequenter unsere Chancenverwertung ausnutzen, kann es ja auch gut gerne mit 3-4-0 stehen. Also haben meine Jungs hier sehr, sehr gut gemacht und auch am Ende ein hochverdienter Sieg. Klar haben wir in der zweiten Halbzeit so ein bisschen nachgelassen, aber haben auch erst halbzeit ein gutes Tempo hingelegt. Aber im Großen und Ganzen war der Sieg niemals gefährdet und Elsdorf hatte da auch keine Mittel gegen uns. Ja, also Elsdorf war feldüberlegen, aber die klaren Chancen auch bei euch, da haben wir von Elsdorf nicht so viel gesehen. Wie geht's weiter für euch? Ja, wir haben ja jetzt Saisonauftakt nächste Woche am Samstag gegen Buchholzer FC bei uns hier zu Hause an der Peter-Brink-Arena. Hoffen wir natürlich, dass zahlreiche Zuschauer kommen. Ja, und da denke ich mal, dass die Hütte brennen wird. Wird bestimmt ein interessantes Spiel. BFC wird alles uns abverlangen und mal schauen, wer am Ende da den Sieg einfährt. Ja, und du hast jetzt ja in den letzten beiden Spielen, hast du ja, glaube ich, eine Menge Spieler, so 18, 19 Spieler eingesetzt. Teilweise waren jetzt heute welche angeschlagen, dann kommt ein Gesperrter, kommt wieder zurück. Also wird eine spannende Trainingswoche, oder? Ja, auf jeden Fall. Unser Kader ist diese Saison sehr gut aufgestellt, auch in der Breite. Alle geben Gas, jeder weiß, dass er sich nicht ausruhen darf, da die zweite Reihe immer da ist. Also im Moment lief die Vorbereitung sehr gut und die Jungs hauen sich alle richtig rein. Hallo Leute, ich war gerade hier im Filmmuseum, mit dem schönsten Filmmuseum der Welt, hier in Bendisdorf. Also da müsst ihr unbedingt mal kommen. Ich bin auch immer da. Nicht immer, aber manchmal. Vielleicht sogar öfter. Bist du ruhig. Genau, also und im Moment wissen wir es hier noch nicht, wer der Gegner im Achtelfinale werden wird. Entweder Heidetal oder eben ein klangvoller Name mit Lüneburg. Lüneburger SK, die müssten hierher kommen. Das blenden wir ein. Das wird auch nochmal ein reizvolles Spiel hier auf der Anlage. Und wir hatten ja heute, glaube ich, auch guten Zuschauerzuspruch. Also gutes Spiel. Das war Werbung für den Verein. Ja, vielen Dank. Feiert schön.